Dieses Antitox ist spontan auf einer Homeparty entstanden. Da es schon sehr spät und wir alle nicht mehr nüchtern waren, ist es etwas chaotisch geworden. Ich möchte mich bei allen Beteiligten bedanken und erwarte konstruktive Kritik. Viel Spaß. Antitox. Servus und willkommen bei diesem Antitox. Das heutige Thema ist Supplements und wie du dazu stehst. Wie stehst du das Thema Supplements beim Trainieren? Ich persönlich nehme derzeit keine Supplements. Das heißt, ich trainiere gerade einfach nur auf ein langfristiges Ziel hin. Das heißt, ein langfristiges Ziel für mich ist zum Beispiel, dass ich mit 40 immer noch gut aussehen möchte. Also nicht so wie jetzt. Die Schnauze jetzt, Alter. Guck mal, das erste, ein bisschen aufhören. Du verdeckst deinen Finger mit deinem. Verdeckst deinen Finger. Ich verdecke das nicht mit meinen Fingern. Aber wenn ich so nah. Wieder so. Aber da brauche ich einen. Einfach das Licht vom Zimmer auf. Dreh das Licht auf! Was? Ich möchte nicht jetzt auf einmal breit werden mit diversen Shit, man, Kreatin, mich reinpumpen und dann einfach jeden Tag in der Woche trainieren gehen. So bin ich jetzt halt nicht. Okay, aber ist nicht von den meisten Jugendlichen das Ziel, fit zu sein, gut auszusehen, viele Muskeln zu haben, in möglichst kurzen Zeitraum? Entschuldige, dass ich nicht zu den meisten Jugendlichen gehöre. Ich reiche das Mikrofon weiter an Christo. Wie schaut es mit deiner Freundin aus? Ja, interessant, dass du diese Frage stellst, Christo. Ich weiß, es sind deshalb sehr viele Frauen in meinen Instagram-Stories vertreten. Das Ding ist, ich habe keine Freundin. Keine fixe Freundin, ich bin auf jeden Fall Single. Wann hast du begonnen zu trainieren und was war deine Motivation? Ich habe begonnen im Februar 2016 zu trainieren und meine ursprüngliche Motivation war ein Klassenkamerade, Shoutout an Elias, der mich einfach mal dazu gebracht hat, ein Probetraining zu machen, damals in Happy Fit in der SCS. Heutzutage ist es das Fit One in der SCS. Ist das gut, würden Sie das wieder empfehlen? Ich würde auf jeden Fall empfehlen, mit mir gemeinsam trainieren zu gehen, damit ich öfter gehe und mehr Instagram-Videos entstehen. Das ist ein guter Point. Aber es ist dein Video von der Maturreise gesehen vom Turner. Und ich wollte mal fragen, wie es generell war und was dir am meisten gefallen hat vom Turner. Ich hab das halt echt beantwortet. Das soll die Kiste beantworten. Was hat dir am besten gefallen? Jeden Morgen neben Benjamin Negiri aufzuwachen und dann. Das war echt cool. Ich fand bei Turner einfach leibend, einfach wirklich jeden Tag aufzuwachen, egal wie restfett man war, und der Haus hat einfach einfach das geile Frühstück gemacht. Käsebrot auf Sender. Wie waren die Partys? Die Partys waren teilweise fragwürdig, aber trotzdem immer irgendwie ein bisschen lustig. Von einer Skala von 0 bis 10, wie? Spätestens wenn man Paul gesehen hat, du weißt, was ich meine. 1 bis 10. Die Partys waren average 7. Teilweise lächerlich, teilweise richtig geil. Kann man nicht anders sagen. Wie war das Essen? Das Essen? Ja, sehr unterschiedlich. Also wir hatten persönlich einen richtig geilen Host, der uns einmal auf die Austern mitgebracht hat. Diese Austern kann man in dieser Minute sehen. Wo? Video, Bro. Mach ein Dab und dann kommt so. Ja! Yeah, aus! Ja, also du hast jetzt die Maturreise zum größten Teil fertig. Was machst du jetzt? Machst du schon Zivildienst? Bundeswehr? Willst du schon beginnen zu studieren? Mich würde einfach interessieren, was du jetzt gerade in deiner Zeit machst und ja. Ehrlich gesagt bin ich derzeit ziemlich arbeitslos. Das heißt, ich versuche Gelegenheitsjobs zu finden, in denen ich ein bisschen Geld verdiene. Das beinhaltet diverse Caterings oder jedenfalls beginne ich meinen Zivildienst ab April 2019. Wo? Im Altersheim Grundwasser. Ziemlich sicher nicht. Mal schauen. I'm with age restricted auf YouTube. Wahrscheinlich kann man das gut zusammenschneiden. Ich höre eben.
Servus und willkommen zu diesem Andi-Talk. Was sind denn die Outtakes? Das heutige Thema.